Aktivtausch bedeutet, Vermögen ändert seine Daseinsform. Vermögen. Auf der Aktivseite steht das Vermögen, das Anlage- und das Umlaufvermögen. Dieses Vermögen ändert seine Daseinsform. Es kann sein, das sei in Klammern angemerkt, dass wir liquides Vermögen zu festerem Vermögen umwandeln und unsere Liquidität verschlechtern, aber nicht unseren Erfolg zunächst. Passivtausch bedeutet, Kapital ändert seine Daseinsform. Was war die Strukturierung auf der Aktivseite? Es war die Strukturierung nach der Flüssigkeit. Was war die Strukturierung auf der Passivseite? Die Strukturierung nach der Fristigkeit. Also, man kann auch sagen, Aktivtausch bedeutet, Vermögen ändert seine Flüssigkeit. Flüssiges Vermögen wird zu festerem Vermögen, wir kaufen eine Maschine. Oder auch umgekehrt. Seltener, aber auch das ist natürlich möglich, dass man einen sozusagen gebundenen, illiquideren Vermögensstand wieder zu einem liquiden macht, eine Maschine wieder verkauft. Das ist dann ein reiner Aktivtausch, wenn wir zum Buchwert verkaufen. Wenn wir über Buchwert verkaufen, ist der Erfolgskreis berührt, das nur am Rande. Also, es ist eine Veränderung in der Flüssigkeit der Vermögenswerte und auf der Passivseite ist es eine Veränderung in der Fristigkeit der Finanzierung. Aktivseite Flüssigkeit, Passivseite Fristigkeit. Eine Veränderung in der Fristigkeit. Wir haben umgewandelt zum Beispiel eine kurzfristige in eine langfristige Finanzierung. Schauen Sie auf Ihr Beispiel. Eine Veränderung in der Fristigkeit der Mittelherkunft. Okay. In beiden Fällen keine Veränderung der Bilanz. Jetzt kommt Aktiv-Passiv-Mehrung, Aktiv-Passiv-Minderung. Aktiv-Passiv-Mehrung, Vermögen und Kapital nehmen zu, Aktiv-Passiv-Mehrung, Vermögen und Kapital, linke Seite, Vermögensseite, rechte Seite, Kapitalseite nehmen zu und Aktiv-Passiv-Minderung, Vermögen und Kapital nehmen ab. Bilanzsumme steigt, Aktiv-Passiv-Mehrung. Bilanzsumme sinkt, Aktiv-Passiv-Minderung.